Lange wurde es der Dschungel genannt. Rotkreuzhelfer sprechen heute von Szenen wie im Krieg. Im nordfranzösischen Calais sorgen brutale Ausschreitungen in Flüchtlingscamps für Entsetzen. 22 Menschen sind gestern bei Krawallen verletzt worden. 4 junge Flüchtlinge schweben noch in Lebensgefahr. Politik und Hilfsorganisationen machen Schlepperbanden für diese Gewalt verantwortlich. Sie gehen mit Stöcken und Steinen aufeinander los. Etwa 100 Migranten aus Eritrea und 30 Männer aus Afghanistan liefern sich gestern eine heftige Schlägerei. Es fallen auch Schüsse, bis die Polizei die Ausschreitungen beendet. Frankreichs Innenminister, aber auch Hilfsorganisationen sind sich sicher, Schlepper, die um Gebiete und Kunden kämpfen, würden die Gewalt anheizen. Sie sind in Banden organisiert, so Innenminister Colomb. Das sind Netzwerke, die wir zerschlagen müssen. Erst einmal sollen zusätzliche Polizeieinheiten für Ruhe sorgen. Etwa 800 Migranten sollen sich derzeit in Calais aufhalten. Der sogenannte Dschungel ist zwar längst geräumt, doch noch immer versuchen viele Flüchtlinge von hier aus nach Großbritannien zu gelangen. Der Innenminister fordert sie auf, sich in Aufnahmezentren zu begeben. In Calais gäbe es keine Lösung für sie.